Der SC Potsdam zieht souverän ins DVV-Cup-Finale ein. Der Volleyballpokal im Halbfinale zu Gast in Düren. Die Ladies in Black Aachen gegen den großen Favoriten und Tabellenführer in der Bundesliga aus Potsdam extra hier hingezogen. Beginnen forsch, beginnen frech gegen das Team in Rot. Im ersten Satz liegen die Aachenerinnen lange vorne. Doch am Ende setzt sich die ganze Klasse von Potsdam durch. Gerade von der Champions-League-Reise in Novara zurück, liefern sich die Potsdamer einen harten Fight gegen Aachen. Der Ballwechsel zum Satzgewinn sagt, oder besser zeigt, alles. Am Ende gelingt Maja Savic der Punkt zum Satzgewinn. Die Roten oben auf, doch in Satz Nummer 2 geht es wieder spannend zu. Satzball für Potsdam und dann Licht aus in Düren. Für uns nur noch die Silhouetten zu sehen, aber es kann nach wenigen Sekunden weitergehen. Potsdam wieder mit der Chance bei 29-28 auf den zweiten Satz. Und diesmal sitzt alles, auch das Hallenlicht. Der Spitzenreiter der Bundesliga 2-0 vorne und mit Oberwasser. Auch den knappen dritten Satz können die Brandenburgerinnen für sich entscheiden. Wenn sie müssen, sind sie immer zur Stelle und damit verdient im Finale. Ja, das stimmt. Ich denke, Pokal ist immer, jedes Spiel ist ein Finale. Wenn man verliert, dann ist man direkt raus. Aachen hat sehr gut gespielt. Wir wussten vorher schon, dass die alles oder nichts geben würden. Aber ja, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Ihr habt gerade zum Ende des Satzes, habt ihr immer noch so einen Gang höher schalten können. Habt keine Fehler gemacht, habt dann die Punkte gemacht. Ist das etwas, was euch jetzt gerade auszeichnet? Ja, ich denke schon. Ich denke, am Ende haben wir den Kopf cool gehalten. Und ja, am Ende ist natürlich immer wichtig. Und ja. Der SC Potsdam spielt um den ersten Titel der Saison. Aachen verkauft sich aber teuer.